Willkommen zurück zu Oceanhorn. Ich habe das Gefühl, dass wir hier komplett falsch sind. Denn ich hatte überlegt, was man hier machen könnte. Und ich habe hier schlichtweg nichts gefunden. Und dementsprechend werden wir vielleicht nochmal kurz zurückgehen müssen. Und herausfinden, was in der anderen Richtung auf uns wartet. Ansonsten, interessanterweise, wir können mit unserem Schild nicht mehr getroffen werden. Die Gegner stoßen gegen uns und wir werden einfach nur zurückgedrückt. Interessant. Und auch hier sieht es wieder so aus, könnte man was wegspringen, aber mittlerweile ist es mir dafür ernsthaft die Bomben zu schade. So, probieren wir mal ganz bewusst die andere Seite aus. Ignorieren den Laser, wenn es geht. Dankeschön. Und gucken, was hier jetzt die Sache ist. Okay. Irgendwie so ein Bereich mit vollem Nichts. An emergency use this button to release the security key to the Grand Core. Ernsthaft? Ernsthaft? That's the fucking joke. Ich musste vorher in die andere Richtung gehen, was man so nicht wissen konnte. Okay, dann gehe ich da mal kurz offscreen hin, weil das haben wir ja gesehen, wie man das machen muss. Okay, dann sind wir jetzt hier. Und kriegen damit den Master Key. Oh boy, endlich sind wir mit dem Busy Work fertig. Also wir wissen ja schon ganz klar, der Typ, der da uns darauf hingewiesen hat, wie wir hier reinkommen und dann uns das Amulett gestohlen hat, der ist vermutlich der Bösewicht. Oder zumindest ein Handlanger vom Bösewicht, irgend sowas. Oh, sehr schön, den Ominiden. Logischerweise, bevor wir jetzt hier weitermachen. Okay, das geht in Ordnung. Ich wollte aber nur sicherstellen, dass wir halt genug... Wir haben genug Bomben, wir haben genug... Okay, wir sind eigentlich gut dabei. Obwohl, halt. Bevor wir das natürlich machen. Hier ist natürlich noch was, was wir mitnehmen wollen. Ich hoffe, da ist was Gescheites drin. Ah, okay. Ganz einfache Refills. Für den Notfall. Nett. Sup? Why isn't this working? What am I missing? Do you hear me, Master? Of creation. The order will be restored. I will resurrect as your god. Hi. Spiritus Ex Machina Shadow Mesmeros. Oh, hi. Danke. Ich wurde gleich mal angegriffen, ohne dass ich mich dagegen wehren durfte. Sweet. Okay, kann ich irgendwie Eis auf dich einsetzen? Hier, Mickey Mouse Hand. Oh, cool. Mickey Mouse Hand hat einfach irgendwo anders in dir ballert. Mhm. Okay, cool. Pfeile. Mhm. Okay. Schön ist, die Kamera springt automatisch hin, wo der ist. Was nicht viel bringt, wenn halt alles, was ich versuche, irgendwie... Ich kann nicht mit Sachen angreifen. Du kannst dich nicht dagegen wehren. Gib mir gottverdammte Herzen! Oh, der kann einfach wegfliegen von mir dann. Okay, cool. Oh, hey, ich habe die Schaden angerichtet. Schön. Kann ich das nochmal machen? Nope, nicht so einfach zumindest. Ernsthaft, stopp! Giving me fucking arrows! Okay, also ich mache ihm super wenig Schaden auf die Art und Weise, aber ich mache ihm Schaden. Ernsthaft. Was soll ich denn dagegen machen, wenn der einfach machen darf, was er will? Ah, okay, jetzt habe ich den... Come on, gehst du bitte näher ran. Okay, damit habe ich ihm jetzt so ein bisschen Schaden angerichtet. Aber bitte fragt mich nicht, was ich damit jetzt ernsthaft gemacht habe. Ja, zumindest ganz schick, wenn ich... Uff. Oh, ist so ätzend, dass halt alles auf der gleichen Taste liegt.
Die Boots sind so wichtig, diese extra Rolle. Hoha. So, und jetzt habe ich mich endlich wieder aufgefüllt. Ernsthaft, der ist so fucking fast damit. Kann ich den nicht irgendwie gescheit treffen? Alright. Das ist wahrscheinlich jetzt der Witz. Ja, ich würde trotzdem ganz gerne wissen, wie ich dir ernsthaft Schaden anrichten kann, denn bisher mache ich dir nicht wirklich ernsthaft Schaden. Ich meine, ja, wenn er sich halt in diese Feuerbälle verwandelt, ist mir auch klar. Holy shit, mache ich dem viel Schaden. Ich konnte dich fast mit einer Ladung umnieten, holy shit. Okay, diesmal ist es nicht der. Auch nicht der. Wow. Doesn't matter. My defeat means nothing. It has already begun. Muyu akatana tono hama nihi ekeset sishi neheme riuku muyu akatana tono hama nihi ekeset sishi neheme. There are no words to describe our gratitude. You brought back the hope that Arcadia can be restored. Grand Core is back in the power grid. Its power flows through the ancient kingdom. We were shocked to find out Mesmeroth's spirit was lurking inside our machines all this time. I'm afraid the program is still active, and its purpose is to resurrect Mesmeroth himself. With the Shadow Mesmeroth interface destroyed, the only way for Mesmeroth's resurrection is to move into another machine. And the only Arcadian machine left is Living Fortress Oceanhorn. But for the first time in the history of Sky People, our studies pay off. We can open the door to Arcadia ruins for you. There, your boat is now fixed. Oh, danke. You're ready to sail to Arcadia Ruins. Well, then let's do that. Wir haben auch alle Sachen hier gefunden. Und wir hätten fast 1000, um Sachen kaufen zu können. Yay, sehr schön. Congratulations, kid. You did it, but it's not over yet. You need to confront Oceanhorn. But before you go, don't forget to stock up and prepare yourself in every possible way. So, wir haben weitere Islands dazu bekommen. Und so schön das ist, ich muss ehrlich zugeben, dass mir das scheißegal ist. Ich meine, wir könnten noch bei Homeland vorbei, Home Island vorbeigucken. Das ist vermutlich noch interessant. Aber halt alles andere, wenn wir ganz ehrlich sind. Gibt's dann halt irgendwelche Extras, aber mehr dann auch wiederum nicht. Dementsprechend, denn wir gehen einmal hier noch vorbeigucken und dann werden wir uns vermutlich noch kurz aufstocken. Und dann geht's Richtung Arcadia Ruins.
Welcome home. Reach the highest adventurer level. Visit all islands of Uncharted. Cease. There are no words now. Only sorrow. Mary, me, and the kids stayed a night on this island. We were tired from the storm and were happy to find a cave to stay in. She was outside just for a moment. Then it came. I could not stand on my feet because the whole island was shaking from the weight of Oceanhorn. All I could hear was a scream and that horrible war horn. She is gone. She was gone. That monster is after me. And I was hiding inside. Also Oceanhorn ist hier scheinbar aufgetreten oder aufgetaucht, wie man sehen möchte. Ja, genau, nicht da. It is a fearful thing to love what death can touch. Okay, logischerweise will ich hier ganz bewusst erstmal noch draußen gucken, ob hier noch irgendwas Interessantes ist. Du Arsch. Okay. Okay, ich schiebe Sachen, die ich einfach ignorieren. Oh, oh nein, ein Hinterhalt. Von den gleichen doofen Monster, die wir schon von Anfang an getroffen haben. Ja, auch weg mit euch. Ernsthaft, ist hier irgendwas Interessantes auf dieser Insel? Und hier ist angeblich irgendwo noch eine Kiste. Da ist eine Kiste. Kiste, öffne dich. 50 Pfeile. Cool, wenn ich eh nur 15 mit mir schleppen kann. Well played. Okay, dann gehen wir jetzt ganz bewusst vorher nochmal in diese Höhle. Gucken, ob da irgendwas Gescheites drin ist. Und dann machen wir weiter. Muss ich die Bombe hier erst nutzen irgendwie. No. Okay, warum auch immer dann diese Höhle existiert, wenn sie auch so hervorgehoben wird. Oh, endlich eine Höhle gefunden, bla bla. Wenn diese Höhle dann scheinbar so überhaupt nichts zu sagen hat. Das wirkt nämlich so wie, oh, hier haben wir unsere allererste Nacht verbracht, auch wenn sie halt nicht die beste war, bla bla. Oder ähnliches. Nope, das ist einfach, hier ist eine Höhle, kein Eingang, viel Spaß damit. Das ist eine verdammt große Insel dafür. Oh, naja, weil wir mehrere von diesen komischen Bloodstones hier verstecken müssen. Ja, ich werde dann logischerweise bei Tigaré noch einmal vorbeigucken, noch einmal versuchen, dem das da anzudrehen, wenn er es immer noch nicht haben will, bis es mir immer noch nichts dafür gibt. Dann scheiß drauf. Oh, hi. Genau. Hi, Viecher, die ich mittlerweile wirklich mit einem Schlag umnieten darf. Meine, es geht in Ordnung, wenn man von der Logik rangeht, dass hier das MySwimming Spot Krabibaras keep out. Aha, whatever. Wenn man von der Logik rangeht, dass nicht unbedingt alles immer halt... Oh, 500. Superb Explorer Crystal. So muss der Scheiß doch aussehen. 500 zu kriegen hat sich doch richtig gelohnt. Nicht immer diese 25 da dort waren. Okay, damit müssten wir jetzt hier alle haben. 3 von 3. Come on, ihr habt Update. Vielen Dank. Your Vanguard, you can now carry up to 20 arrows at a time. Yay, 20. Ich meine, ja, in dem letzten Bosskampf haben wir mal ein paar Pfeile benutzt, aber wenn man ganz ehrlich ist, ne? Das ist immer noch nicht allzu viel. Ja, ich könnte jetzt hier angehen, also angehen ist auch so eine Sache, wüsste ich nicht, warum man das machen sollte. Könnte man wenigstens das Angelzeug irgendwie weiterverarbeiten oder so, dann okay. Aber ansonsten... Oh, Toy Soldier für 20 Coins! Ganz es gab hier mit Ausnahme halt von dem einen Boni so überhaupt keinen Grund hierher zu kommen. Das ist schade. Das ist wirklich schade. Oh, hi. Da haben wir so ein super duper Schild und dann macht es immer noch keinen Unterschied zu diesen komischen Mistviechern. Okay, wir gucken dann nochmal bei Tikka Real vorbei. Gucken, ob ich da irgendwas noch kaufen kann oder soll.
so wie bei den Bloodstone-Sachen da vorbei. Here we are. Guten Tag. So, Idee sollte jetzt noch sein, dass wir, wenn man hier auch tatsächlich das Herz kaufen kann, dass wir das gleich mitnehmen. Mal als allererstes gehen wir hier unten gucken. Ist da jetzt irgendwas in der Zwischenzeit passiert? Hi, du. Bloodstone appear in the catastrophe. You have collected a lot of Bloodstone, but not quite. Oh, ich muss wirklich scheinbar erst alle vorher sammeln, bevor ich dann irgendwas bekomme. Und ich hätte das dann halt super uninteressant. Wenn man zu dem Zeitpunkt dann halt schon vermutlich schon alle interessanten Sachen erreicht hat. Beziehungsweise das Spiel, so wie wir im Endeffekt schon so gut wie durchgespielt hat. Also, das lohnt so überhaupt nicht. So, hattest du Sachen verkauft? You really did Wizard Skyline. I'm sorry, I ever doubted you, kid. Whatever you are facing next, I'm sure you will get through it just like before. Ja, danke. The Adventure Guild. Ich würde nie mit dir reden. Adventure Guild, come and learn. Was war hier? War hier irgendwas Interessantes? Did you visit Greyfell Island? This is already a suite for advanced level adventurer. Yeah, but I don't feel like it. Ich hätte vielleicht erhofft, dass die mir vielleicht noch irgendwelchen extra Scheiß geben würden. Hast du irgendwas? Why don't you settle down here? Our town needs young people just like you. Ernsthaft, wo konnte man hier Scheiß kaufen? Scheinbar nicht hier. Toll. Ernsthaft, hat diese Land hier, diese Insel keinen Laden? Hm. Okay. Wow, dann hat sich das hier so überhaupt nicht gelohnt, so wie es scheint. Ich gucke jetzt nochmal ganz bewusst hier, die irgendwas haben. Welcome to my shop. What would you like to have? Yes. Get me that full heart container. It's a new heart and maximum health. Yes, sehr schön. Damit haben wir den Spaß und hat sich also das doch irgendwie doch wieder gelohnt. Und ich würde sagen, wir gehen über zum Finale. Ja. Also tut mir leid für diejenigen, die vielleicht tatsächlich diese weiteren Inseln sehen wollten, aber ich muss ganz ehrlich zugeben, all die anderen extra Inseln, die wir uns angeguckt haben, waren vollkommen interessant. Arcadia Ruins, kill 50 spawn. Destroy 100 Cruden crates, collect 8 hearts container. No bound problem. By blood. That's what the old archives tell about the living fortresses and their pilots. The machines created to protect the kingdom of Arcadia became its worst nightmare. After Mesmeroth shred the world to pieces, corrupted living fortresses made sure nothing would rise from the ashes. But people survived, even men with my bloodline. The living fortress Oceanhorn can trace my blood, as I am a descendant of that ancient pilot who used to operate Oceanhorn. Somewhere there, beyond those impenetrable walls of White City, rests Oceanhorn. Surrounded by thousands of withering bones of ancient Arcadians. The kingdom cannot be rebuilt until that monster is The fuck game! Design your level better. Ernsthaft, ich wurde von diesem Ding blockiert und konnte dementsprechend nicht weiterlaufen. Was natürlich dazu geführt hat, ebenfalls, dass wir halt nicht die Sache da zu Ende hören durften. Oh, hey. You found a mysterious flute. It looks pretty beaten. But you can still blow a few notes out of it. Hey, mein Glückwunsch. Aus irgendeinem Grund könnte ich jetzt da hinten lang laufen. Dementsprechend mache ich das natürlich auch noch. Okay, jetzt haben wir diese Flöte dann noch bekommen. Schön. Mein Glückwunsch. Okay, was habe ich davon? Meine, scheinbar kann ich hier so gewisse Punkte anhüpfen. Nope. Ich werde jetzt hier nicht einfach irgendwo entlang schwimmen, gerade in dem Spiel, wo man halt super bestraft für, wenn man irgendwo versucht hinzuschwimmen. Okay, dann klettern wir jetzt da runter. Oh. Hey, a boot. Oh, yay, 20, 50, woo. You're rich, baby. Okay, okay.
Ist jemand, dem es nicht gut geht. Kid, you came. My plan did not work out. All of a sudden it changed and I could not control it anymore. But I was able to cut it loose from the power grid. It cannot repair itself now. Listen, when Oceanhorn wakes up, it will try to fry you with its death ray. Make sure you are prepared. You are a tough kid, and you have your mother's strength. Light inside you that makes you go one step further. Something I never had. When this is all over, we should visit her grave and tell her all about your adventures. No, it's moving again. Run, kid! Just leave me and save yourself! Living for this Oceanhorn. Die sind doch ein bisschen anders als erwartet. Okay, Bosskampf. Okay. Wow, what? Au. Wow, what? Okay, ich weiß leider jetzt noch nicht so richtig, was ich machen muss. Probieren wir mal Eis. Das Jackshit, okay. Ernsthaft, was habe ich davon? In einer gewissen Zeit werde ich ja dann doch automatisch getroffen, genau. Und ich kann auch nicht den irgendwie angreifen. Da oben in der Ecke sind Sachen. Okay. Können aber trotzdem wieder HP gebrauchen. Okay, ich kann ihn so irgendwie treffen, genau. Boy, wie soll ich denn das machen, wenn der mich einfach von überall treffen kann? Ich soll den an den Seiten treffen, aber ich weiß halt nicht wie. Ich komme halt nicht dahin. Dazu muss ich halt immer erstmal eine Stamina aufladen. Genau. Vielleicht, man müsste irgendwie weiter nach hinten gehen, um das irgendwie so aufzuladen. Aber selbst das ist nicht der Fall. Oh Mann, hey. Ich finde es toll, dass ich solche Laser in ein Spiel eingebaut haben, die ich nicht abblocken kann. Komm, man schießt doch einfach. Ich versuche weiter nach hinten zu gehen. Es sieht auch so aus, als würde das weiter weggehen. Aber in Wirklichkeit, genau. Okay, jetzt habe ich das wieder aufgeladen. Oh, selbst... Ernsthaft, ich würde gerne irgendwas dagegen machen. Kann ich den irgendwie festfrieren? Ja, nicht, wenn du irgendwo in die Pampa ballerst, du Idiot. Ja, also hier wird einfach nur verschwendet. Ja, damit habe ich schon vermutlich vielleicht verloren. Ernsthaft, ich mache dem null Schaden. Ich weiß nicht, was ich gegen den machen muss. Vielleicht die Flöte... Okay, was habe ich jetzt davon? So, überhaupt nichts. Cool. Kann ich damit aufhören, bitte? Jetzt wieder? Ich muss einen Bosskampf hier verlieren. Okay. Jetzt hat sich das Spiel auf einmal entschieden, dass ich auf den einprügeln kann. Ich muss also auf seine Füße zielen. I get it now. Okay, und auf einmal poppen die raus, wenn man näher rangeht. Logik, hi. Okay, cool. Und jetzt werde ich natürlich in der Zwischenzeit wieder angegriffen. Ja, kann man, dann greift doch an. Oh Mann, ey. Ich meine, ja, ich habe das halt... das Blinken gesehen gehabt, aber halt...
ist nicht unbedingt selbstverständlich, dass es halt als Dings darstellen sollte. Okay, jetzt nutze ich die Zwischenzeit mal ganz kurz. Oh boy, schon wieder ein Laser. Come on. Oh, goddammit, ey. No, what the... No, stop! Du bist so ein Ding-Dongs. Unglaublich. Ach, Mann, ey. Dass das Schild an Stamina gebunden ist, ist so ein Blödsinn. Ja, und der wirft jetzt einfach mit Pompen um sich. Und ich muss einfach damit leben. Ja, Spiel. Super Spiel. Ja, also ich glaube, das verliere ich jetzt einfach nur, weil der auf Dauer mir einfach so viel Schaden anrichtet und ich mich nicht dagegen wehren. Hier! This is it, son! Deliver the final blow! Goodbye. Das Ding ist gerade noch mal eine Ecke größer geworden. Holy shit. Okay, und damit habe ich den jetzt treffen können. Oh, und mich selbst, cool. Okay, jetzt mache ich die Dinger hier einzeln an und dann... Habe ich davon irgendwas... Oh, hi! Da spawnen jetzt auch noch die Dreckskinder, okay. Do I actually care? Meine dem ist es vollkommen egal, dass er von getroffen wird. Kann ich nicht einfach mit Eis dich angreifen? Ja, kann ich. Oh, und von irgendwas wurde ich in der Zwischenzeit auch schon wieder getroffen. Cool. Oh, cool. Der kann einfach weiter angreifen, obwohl er von irgendwelchen Sachen getroffen wird. Also... Ja, das Beste ist wirklich einfach mit Magie anzugreifen. Den einzufrieren und dann auf den einzuprügeln, als gäbe es keinen... Okay. Keine Ahnung, was jetzt passiert. Oh, cool, mein Schild, das angeblich Sachen blocken kann, hat Sachen nicht geblockt. That's just peachy. Ich weiß immer noch nicht, was ich machen muss in dem Ding. Ja, hi, willkommen zurück, Dark Apostle. Ja, da steht in der Sache drin, ist dem vollkommen Wurst. Okay, also die Viecher sind da, um Sachen zu spawnen, okay. Nett, aber halt, you know. Wo hat der denn jetzt Eis hingebracht? Oh, Spiel, ey. Was habe ich davon, den anzugreifen? I don't get it. I'm taking control. Do whatever you fucking want. I don't give a damn. Ernsthaft? Ich bin jetzt darüber gelaufen, das hat nicht funktioniert.
Shit is getting gloriously. Ernsthaft, ich kann ja nicht mal das Ding hier angreifen. Ich kann ja nicht mal sagen, okay, ich greife den jetzt einfach an. Oh ja, ich kann ja da nicht rein. Ja, stimmt. Der ist unverwundbar, ich aber wiederum nicht. Ernsthaft, ich weiß nicht, was ich mit diesem Idiot machen soll. Weil der rettet sich jedes Mal wieder. Oh, no, no, ja, cool. In einem Spiel, wo man regelmäßig das braucht, kann ich jetzt keine Mana mehr einsetzen. Isn't that a great idea? Oh ja, Hearts, genau jetzt, wo ich sie nicht gebrauchen kann. Ernsthaft, ich weiß nicht, was ich gegen den machen soll. Ich meine, jetzt läuft er hier... I'm taking control! Was will das Spiel von mir? I don't get it. Realisiere, dass ich das... Also ich kämpfe jetzt hier mit diesem Dreckskind schon so ein bisschen herum. Und die einzige Sache, die mir einfällt, ist versuchen, die Flöte zu nutzen, genau jetzt. No! No, it's not possible. Nobody else should be able to control it. No! Wo kam das Ding denn jetzt hergeflogen? Now I begin to understand. When Mesmeroth cursed the sacred emblems, the balance of the world was disturbed and it had a severe effect on living fortresses. Without the guidance of the emblems, they lost their sense of purpose. When your mother brought the emblem of Sun back to this world, some part of Oceanhorn woke up. Suddenly, it had a direction. It desperately started to seek the right pilot, a descendant of the Knight's bloodline. Only the most noble among knights were chosen to be pilots of living fortresses. Those were our ancestors who operated these war machines. All that Arcadians ever wanted was to secure peace, but sometimes desperately clinging onto doing good can be an act of evil. It was forbidden to combine technology, magic, and blood in Arcadia. But Archimedes was willing to cross that border by creating living fortresses when the existence of Arcadia was threatened. He was not the first one to succeed in these dark arts. Mesmeroth turned himself immortal by doing the same thing. He sacrificed his body by casting a dark magic that bound his soul into a machine. Well, it's all over now. The sins of our ancestors have been purified, and the power of the emblems have been restored. It's time to rebuild the world, kid. That's fucking it. Oh boy. Das Spiel wollte... ein The Legend of Zelda ähnliches Spiel sein. Hat gewisse Elemente übernommen gehabt, die man aus diesen Spielen kennt. Jedoch nicht wirklich gescheit. Und das ist, denke ich, das große Problem, dass man so viele Elemente versucht hat umzusetzen, ohne meines Erachtens wirklich gutes Game Design zu kennen.
Da wurden Sachen umgesetzt, die einfach nur Blödsinn waren. Einfach nur, um das Ganze entweder in die Länge zu ziehen oder einfach nur falsch umgesetzt. Anders kann man es kaum sagen, wenn man immer wieder gesehen hat, was für Sachen man machen musste, die man so überhaupt nicht verstanden hat oder einfach erraten musste. Das ist schlechtes Game Design und das hat man auch bei dem Boss gerade gesehen gehabt. Ich meine, die komplette Idee war eh sehr, sehr merkwürdig. Diese Living Fortress Sache kam erst super spät auf. Dann der Bösewicht war nicht wirklich anwesend, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und dass man im Endeffekt diese Flöte einsetzen musste, um den Gegner zu besiegen, das wurde einem wirklich kurz vorm Finale erst gegeben. Wir haben da die Flöte bekommen, wir haben so, oh ja, eine Flöte, schön für dich. Und dann musste man irgendwie selbst erahnen, dass man das gegen den Bossgegner in dem Zeitpunkt einsetzen musste, als Mesmeros nicht mehr drin war. Und darauf kommt man nicht. Und dementsprechend, es hatte seinen Charme definitiv, aber ich denke, es war kein gutes Spiel. Und dementsprechend, gucken wir mal, was noch passiert. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich verabschiede mich und bis dann.